Hallo und willkommen zurück zu No Moria. Ich nehme mal die Pause raus. Hier draußen sieht man so ein bisschen was von dem Projekt, das wir jetzt angehen. Wir wollen hier nämlich ein bisschen aufforsten außerhalb. Und hier vorne soll der Boden ausgetauscht werden, damit hier vorne noch die nächste Reihe an Birken oder hier Pinien gepflanzt werden kann. Ich möchte insgesamt auch hier zum Beispiel das Gehege der Yaks vergrößern. Ich könnte zum Beispiel jetzt einfach mal daran gehen und hier vorne die Blöcke entfernen. Damit hätte man da schon vergrößert. Das ist aber nicht unbedingt das, was ich auf Dauer geplant habe. Vielmehr möchte ich die eigentlich eher hier hinten hinbringen. Da muss hier allerdings noch ein bisschen Gras drauf wachsen. Gras über die Sache wachsen sozusagen. Ja, aber wie wir sehen, ist hier oben schon ein Teil der Scheune abgetragen worden. Das ist super. Das habe ich ja auch erwartet, dass das passiert. Moment mal, auf welcher Etage sind wir da? So. Deconstruct. Muss ich hier mal direkt den Auftrag geben. So, das bitte alles entfernen. Ja, und ich glaube, die Scheune hier, ja, gut, die behalten wir so noch. Das passt noch. Aber die muss auf jeden Fall weg. Hier wird auch schon fleißig weiter angepflanzt. Hier braucht man noch mehr Bäume. Draußen ist uns das nicht genug. 26% Wasser haben wir bereits in unserem Bassin. Vorne wird noch mehr Boden ausgetauscht. Und draußen haben wir auch schon wieder einiges an Orangen abgeerntet. Ich glaube, ganz hier hinten haben wir noch irgendwo was geerntet. Hier hinten haben wir noch Holz, genau. Ja, ist auf jeden Fall noch eine Menge, was gemacht wurde. Genau, hier hinten haben sie dann angefangen, die Birken zu fällen und auch die Clippings abzuschneiden und dann zu fällen. Ich bin dann dazu übergegangen und habe dann gesagt, nee, fällen ist ein bisschen doof. Lasst erstmal das Fällen sein und macht mal nur Clippings. Hier, Moment, Feld Trees und Cut Clippings. Also Feld Trees ist ausgeschaltet, Cut Clippings ein. Ich möchte erstmal, dass wir hier die Clippings vermehren, also die Setzlinge. Dann sollen hier noch ein paar Säcke hin, damit hier noch mehr reingeht. Ich frage mich, wann das mal gemacht wird. Müsste man mal schauen, was die im Moment die entsprechenden Arbeiter denn hier machen. Cottonbag, da ist ja auch schon da Wolle drin. Ja, wir haben eigentlich genug Wolle. Man könnte hier dann mal Stoffbahnen herstellen. Es ist ja eigentlich, ja, Ball of Cloth, genau. Sollten sie eigentlich machen. Die haben ja hier den Auftrag, das durchgehend zu machen. Wir haben da zwei Schneider, die das machen. Also zwei Schneider, Schrägstrich Weber. Weber, Schneider. Der eine ist trainieren, der andere ist gerade idle. Okay, dann ruht gerade ja die Arbeit. Naja, gut. Wie man hier sieht, sind wir ja auch drin damit beschäftigt, hier alles mal ein bisschen wieder auf Vordermann zu bringen, ein bisschen schön zu machen. Wir haben hier außen die eine Wand abgerissen. Die Wand haben wir abgerissen. Da wollen wir mal richtigen Boden unterlegen und dann die Wände wieder neu hochziehen. Das alles ein bisschen schick machen nach außen hin. Vorne könnte man auch mal die Treppe tauschen. Wäre auch eine Idee. Das Ganze vielleicht auch mal richtig verschalen oder irgendwie in die Wand integrieren. Und ja, mal schauen. Hier liegen ein paar. Ah, da liegen einige Bolzen. Und wie es aussieht, bräuchten wir da wohl auch noch etwas mehr an Kisten. Da liegen schon ein paar Sachen rum. Moment. Die Kiste ist aber leer, die Kiste ist leer, die auch. Ne, die ist halb voll. Naja, gut. Und hier ist noch so ein Sack, der ist auch teilweise voll. Gut. Ja, hier unten das Training, genau, es geht da voran. Wie sieht's hier oben aus? Haben wir da schon alles komplett abgeerntet oder abgebaut? Können auch hier alles nochmal aushöhlen, wäre aber auch eine Möglichkeit. Ich glaube, das machen wir einfach mal. Lass uns das einfach mal machen. Spaßeshalber, wobei unsere Miner ja gerade eigentlich den Job haben, hier Steinblöcke herzustellen. Müssten sie eigentlich haben. Ich gehe mal auf Steinblocklager. Ist es das hier? Es müsste eigentlich zum Bersten gefüllt sein. Ist es aber nicht. Dafür ist aber das Steinlager wahrscheinlich ziemlich voll. Das haben wir hier vorne. Man sieht ja sogar, dass da auch Steine daneben liegen. Sprich, es ist ganz schön voll. Na klar. Warum wird dann nicht gearbeitet? Sind die auch alle gerade am Kämpfen und eventuell idle? Drei Miner sind am Stocken und einer ist am Prospekten. Moment, da wollen wir doch mal sehen. Prospecting ist einer. Wo ist denn der hin?
Wo macht er das denn? Building Crate, Prospecting Bar. Ach, das macht er hier drin. Prospector Shop. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die das machen und was das bringt am Ende. Überhaupt keine Ahnung. Der holt jetzt Erde. Ich weiß überhaupt nicht, was er damit macht. Also, ich kann das nur noch wiederholen. 10-mal Any Clump. 10-mal... Ja, soll er mal machen. Oh. Craft Clump. Ich bin gespannt, was der damit macht. Tja. Was hat er denn da? Also vielleicht beobachten wir den jetzt einfach mal. Wie das dann da vorangeht. Stellt er da etwa aus Erde her? Oder was macht er? Ja, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall möchte ich hier... Ja, möchte ich... Ne, das möchte ich jetzt doch mal erfahren. Wir bleiben mal dabei. Wir schauen dir mal bei der Arbeit zu, was dann da rauskommt. Der arbeitet jetzt. Prospect. Craft Missing Ingredients. Ja, ja, mach das mal. Dirt Clump. Also wenn ihr wisst, was der macht, könnt ihr mir das gerne schreiben. Was der eigentliche Job in der Realität bedeutet, das ist mir schon klar. Ah, guck mal hier, da hat da irgendwas liegen. Coppersliver, Silika, Silikat sozusagen und Kupfer. Ach, wie, das ist ja super. Der kann aus dem Material, was er da holt, kann er Materialien raffinieren oder was macht er damit? Ja, das wäre ja mal super, wenn das gehen würde. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob das funktioniert. Wow. Er arbeitet jetzt hier vorne auch endlich weiter und er macht... Moment, er macht... Beim Taylor Strings für die Lederrüstung, ja. Okay. Sehr gut. Vorne muss mal das Fleisch weg, aber ich habe vorhin gesehen, hier war das Lager eigentlich ziemlich voll. Aber Lebensmittel, da kommt ja auch Fleisch rein. Food. Fruit, Egg, Meat. Ja genau, das müsste dann eigentlich alles mal hier reingebracht werden. Haben die da eventuell so viele Knochen liegen, dass man da nicht mehr wegräumen kann? Müssen wir auf das Knochenlager mal schauen. Das ist das Knochenlager, das enthält schon massig Material. Eventuell ist er schon voll. Dann müssen wir das vielleicht mal erweitern, Stockpile. Mach ich mal so, dass das hier erweitert wird. Jetzt könnte sein, dass das Lager hier leergeräumt wird und dann kann der da weiterarbeiten. Also dass das jetzt hier komplett grün aufleuchtet, heißt, dass hier... Ja, man sieht's. Da war also so viel an Knochen, dass er hier einfach nicht arbeiten konnte. Okay, dann werden wir da nochmal ein bisschen was an Storage hinräumen, Crates. Oh, wir haben nicht mehr so viele Crates, aber wir lassen noch ein paar bauen. Random Crates, sag ich jetzt mal einfach. Also irgendwelche Kisten. Da muss hier vorne in der Sägemühle und beim Schreiner noch eine Menge gearbeitet werden. Bis das alles fertig wird. Aber dann wird das Ganze geschehen. Ach, guck mal hier, wirklich mit Schubkarre unterwegs. Hier der Typ mit dem Bogen, mit der Armbrust. Der ist ja ganz schön kräftig unterwegs hier. Schleppt die auch durch die Gegend? Ah, super. Das scheint ja jetzt doch ein bisschen zu funktionieren. Ich weiß gar nicht, gab das ein Update? Ist mir gar nicht untergekommen. Schon seit geraumer Zeit kein Update mehr gekommen. Würde mich wundern. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr drauf geachtet, weil da schon so lange gedauert hat, bis mal wieder ein Update kam. Also es kam eben keins. Na gut, haben wir denn noch Holz im Lager? Das hier ist ja das Baumstämmelager, genau. Da dürfte ja jetzt einiges liegen. Pinie und Birke, genau. Und dann haben wir ja noch ein Bretterlager, das ist hier oben. Wenn da einiges an Brettern liegt, dann könnten wir nämlich, ja, Birkenplanken liegen da. Dann können wir nämlich mal wieder dazu übergehen, hier die Wände auch mal innerhalb ein bisschen zu verändern. Cross-Framed Serpentine Wall, okay. Dann machen wir nämlich mal Terrain
Replace Wall. Cross-framed Block Wall. Serpentine und Birch Plank. Also Serpentinen und also Stein und Birkenholz. So, und das machen wir dann mal erstmal an den Hauptwänden, die hier durchgehen. So, dass das mal geändert wird. Ja, und dann hier auch. Also, das sieht nicht so schön aus. Und das hier kann man auch noch ändern. Ja. Sieht doch gut aus. Dann werden sie da die Fackeln entfernen, aber das ist okay. Und die anderen Wände können wir dann vermutlich mal entfernen. Das hier kann man wegmachen. Das hier kann man wegmachen. Dann machen wir erstmal alles wieder ein bisschen offen. Das hier kann ebenfalls weg, genauso wie das. Und dann können wir da noch ein bisschen umorganisieren und am Ende wieder neu bauen. Wenn das Ganze offener ist, dann haben wir da auch mehr Gelegenheit, das zu gestalten, wie wir das gerne hätten. Hier vorne kann man auch noch ein bisschen was ändern. Das kann man ruhig bis hinten öffnen. Warum nicht? So. Ja, wo wir gerade dabei sind, warum nicht? Einfach hier noch vergrößern. Hinten könnten wir ja auch noch hin. Durchaus eine gute Idee, denke ich. Wir brauchen aber Licht und dafür brauchen wir auch Wände. Wenn wir hier nicht überall Fackeln hinstellen wollen. Also nicht alle Wände entfernen. Sonst haben wir hier Dunkelheit und das soll ja auch nicht sein. Hier sieht man schon, da ist es bereits dunkel. Da werden wir da mal eine Fackel hinstellen. Torch. Stellen wir da mal eine hier so hin. Die platziere ich jetzt einfach hier. Genauso wie ich jetzt hier eine platziere, damit man sie einfach sieht. Und dann brauchen wir vermutlich noch... Ja, hier an der Wand bräuchten wir noch eine. Hier haben wir ja Tageslicht. Ja, es soll ja nicht dunkel sein hier bei uns. Ich denke mal, das passt dann erstmal soweit, wenn jetzt hier die dunkelsten Bereiche aufgehellt werden. So, draußen, da werden schön Clippings abgeschnitten, mehr geschaffen. Sehr schön. Was machen die da? Achso, die hat da einen Alpaka geschoren. Ja, fein. Wurde draußen der Boden bereits getauscht? Immer noch nicht. Das dauert also alles noch ein bisschen. Ja, wir haben ja bei den Leuten eingestellt, dass die allerhöchste Priorität hat, die Waren zu transportieren. Und das sieht man ja, das machen sie auch. Und hier kümmern die sich auf jeden Fall auch mal um endlich um die ganzen Growths. Das ist auch super und sehr wichtig, dass sie es machen. A Merchant from Dirtglaze has arrived. Sehr gut. Das können wir auch nochmal angehen, dass wir hier diesen Diplomatiebereich ein bisschen ändern. Indem wir da einfach mal das Ganze umbauen müssen hier. Goblin Skullhelmet, okay. Auf dem Friedhof, ja. Moment mal, ein Helm auf dem Friedhof? Da sind eigentlich nur Bodyparts und Bodies drauf. Bodypart, Corpse Limp. Na, okay. Same Helm, naja, komisch. Soll er da mal verrotten? So, ja, also wir haben ja hier oben diesen sehr ausgiebig gestalteten Bereich für die Diplomaten. Das sieht ja alles hier nur unterschiedlich aus, weil unterschiedliche Schattenwürfe da sind. Ja, genau. Alles das gleiche Material. Hier teilweise haben sie schon gebaut. Ach so, da sind die ganzen Pfeiler im Weg. Ah, guck an. Können sie gar nicht durch. Das ist natürlich ein Problem. Da müssen wir mal Folgendes machen. Deconstruct. Da müssen wir hier diese dazwischen immer entfernen, damit sie da ran können. Na, das ist ja super. Hätte ich das mal gewusst. Ich dachte, man könnte da eventuell durch. Tja. Habe ich falsch gedacht, denke ich mal.
Da kommen sie ja von außen ran. Hier könnte man eventuell unterhöhlen. Terrain, Mine, Wall. Machen wir hier nochmal einen Durchgang. Da habe ich ja den Auftrag gegeben, das wieder aufzufüllen. Das brechen wir dann auch mal ab. So, erstmal hier ausreichend unterminieren. Und hier vorne können sie dann auch nochmal direkt durchbauen. So. Ja, damit man dann da rankommt, an diesen Stein da vorne, um den dann auszutauschen. Aber soweit sieht es doch ganz gut aus. Vorne haben wir ja, wie heißt der denn? Kristalle drin? Ah, Moment, der Händler ist ja angekommen, da können wir doch mal schauen. Der Händler hat doch seine Bude hier vorne, da hat er sie nämlich. Market Stall, was hat er zu verkaufen? Wir können ihm ja vielleicht wieder ein bisschen was an Dirt abgeben und am rohen Serpentin. Und zwar vielleicht mal 300. Geben wir ihm ab. Serpentin brauchen wir nicht. Dirt Clump können wir ihm 200 abgeben. So, und er hat dafür ebenfalls Dirt. Brauchen wir aber nicht. Lapislazuli die brauchen wir auch nicht. Ja, die brauchen wir nichts, was er hat. Kein Erz. Verkaufen ihm einfach Zeug. Ja, so. Dann ist das wieder weg. Und wir verhindern, dass das Spiel hier ruckelt wegen zu viel Material, das im Lager liegt. Ja, ist durchaus der Fall, dass das passiert. 26% Wasser. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier oben endlich mal die Wasserbecken gefüllt werden. Eins war, glaube ich, schon mal leicht angefüllt. Ja, hier vorne. Oder zwei sogar, die beiden. Das haben sie hier leider noch nicht ganz gefüllt, wie ich es hätte, die ich gerne hätte, mit Erde gefüllt, damit hier die kleinen Kammern mit Wasser gefüllt werden können. Und man dann bei gewissem Wasserstand einfach mal wieder aufmacht. Das sind 5%, das sind 7%. Das heißt, man könnte das hier zum Beispiel wieder entfernen. Das würde gehen. Naja, ist jetzt auch erstmal egal. Den können wir wieder einblenden. Joa. Die Terrassen hier, die möchte ich eigentlich auch insgesamt gerne alle mal entfernen, indem ich die hier zubauen lasse. Build, Terrain, Wall, Dirt Clump. So, kriegen wir das hin, dass wir das hier einfach mal... Ah, a merchant from the Inkland has arrived. Okay, jetzt haben wir hier einen Haufen Händler vor Ort. Haben wir überhaupt genug Marktplätze dafür? Dann müssen wir eventuell nochmal auffüllen. Auffüllen, nochmal neu bauen. Wir haben ja den einen da unten. Ah genau, wir hatten die doch hier oben, die anderen Marktstände, nicht wahr? Ich glaube, hier hinten war das mal irgendwann gewesen, oder war es hier? Ne, hier hinten war es doch gewesen, bevor wir unsere große Halle vergrößert haben. Da werden wir das Ganze hier unten irgendwann mal hinbauen. Ja, jetzt ist gerade kein Platz dafür. Das werden wir dann aber noch nachholen. Wenn dann endlich mal angefangen wird, hier den Boden richtig auszutauschen. Ja. Sieht's denn aus? Sind die Miner schon beschäftigt mit dem Entfernen der Wände? Ja, das haben sie schon gemacht. Das ist gut. Die sind schon alle weg. Alle ausgetauscht oder alle abgebaut. Die Erde muss noch eingelagert werden. Hier vorne fehlen da vermutlich noch ein paar Säcke. Da haben wir, wow, da haben wir ganz schön viel Erdbeersaat. Sehr gut. 62 Grape Seed. Da haben wir ganz am Anfang mit wenig angefangen und die auch schon ordentlich vermehrt. Das ist super. Ja. Aber wir brauchen. Jetzt könnten wir zum Beispiel gerade noch ein paar weitere Gnome gebrauchen. Einwanderer wären jetzt nicht schlecht. Damit wir hier noch die restlichen Jobs erledigt kriegen, haben wir nämlich noch einiges zu tun. Unsere Apfelwiese hier, das hier haben wir entfernt, genau, das war mal ein Erdbeeracker. Da könnten wir jetzt eigentlich mal den Zaun abreißen. Den kompletten Zaun hier abreißen. Den äußeren müssen wir natürlich dran lassen. Und, Moment mal, jetzt haben wir hier die Außenwände entfernt. Das könnte jetzt heißen, dass von außen jemand rein kann in unser. Nee, da kann keiner rein. Ist ja schon längst passiert.
Ja, ich glaube, das wäre schon längst passiert, wenn man da rein könnte. Da müssen wir aber auf jeden Fall, mir ist das zu heikel noch. Da möchte ich auf jeden Fall mal das fertig bauen hier außen. Dass da mal Wände hinkommen. Das geht so nicht. Das sind auf jeden Fall Serpentinenblockwände hin. Dann müssen wir die Innenwände mal ein bisschen austauschen, dass das hier ein bisschen schöner aussieht. Was haben wir hier gesagt? Deconstruct, denke ich doch. Deconstruct, genau. Terrain, dann bauen wir da nochmal die Außenwände hin. Terrain, Wall. Block Wall. Serpentinenblöcke bitte. Die hier ja, bis da ziehen. Und dann werden wir ja hier auch noch den Boden austauschen müssen. Was haben wir hier für einen? Da haben wir einen Basaltblock. Floor. Okay. Vorne, das könnten wir eigentlich auch noch entfernen. Da hätten wir da so einen kleinen Kabuff. Hier, das mal wegmachen. Und der Block da bleibt erstmal noch stehen. Aber hier darf dann gewaltig umgebaut werden. Die Wände kann man dann auch noch austauschen und da machen wir dann vermutlich auch diese cross-framed Wände hin. Die tauschen wir dann ja hier überall aus. Jo. Okay, sehr schön. Das läuft also erstmal alles. Hier hätten wir doch Holz gemacht. Da wird Lederkleidung hergestellt. Hier vorne wird gearbeitet. Sieht super aus. Lebensmittel werden hergestellt. Food kommt natürlich von außen. Auch vom Acker. Wenn die das hier erstmal erledigt haben mit dem Aufforsten, dann kann ich auch wieder bei den Professions, hier bei den Berufen, Moment, Farmer einstellen. Ja, Farm ist sogar Übergrowth. Okay, naja, vielleicht haben wir gerade einfach nicht zu ernten, das kann auch sein. Ja, sieht sogar so aus, genau. Ist gerade nicht zu ernten. Es wächst erstmal noch alles, das ist doch auch okay. Endlich mal. Alles abgeerntet. Hatten wir auch schon länger nicht mehr. Oh, hier ist ein Monitor Lizard. Nicht, dass der hier noch Ärger macht. Ja, den habe ich schon gesehen. Oh nein, da hängen sie dann wieder fest. Oh. Das ist ja toll. Jetzt sehen wir hier den Fernkämpfer in Aktion. Der hat den Monitor Lizard. Ah, das ist ja super. Ist nicht wahr. Den haben wir noch nie wirklich arbeiten sehen hier. Von habe ich es noch nie gehört. Dio der Miner. Der ist ausgestattet mit einer Bronze-Armbrust und der hat Bronze-Bolzen dabei. Und der Monitor Lizard, der blutet nicht nur, sondern der ist auch vom Schwanz, vom linken Arm und ein ernsthaft verletzten Schwanz. Das heißt, er würde vermutlich verbluten. Und er macht sogar Geräusche, wenn man ihn trifft. Das ist ja mal interessant. Ah, der ist verblutet, das ist ja nicht wahr. Unser Fernkämpfer hat richtig gute Arbeit geleistet. Kann ich nicht anders sagen. Das ist mal unglaublich super. Was sagt uns das? Ich glaube, ah, guck mal hier, ich glaube, der stattet sich sogar selbst mit Bolzen aus. Ja, Moment mal. Engineer Shop. Crossbow. Any Crossbow Bow? Nein, wir nehmen Bronze Crossbow Bow. Any Crossbow Stock? Nehmen wir noch mal Birke. Ist ein sehr weiches Holz, wobei ich glaube, das ist hier egal. Nehmen wir mal Apple Wood. Und Any String. Apple Wood. Haben wir überhaupt noch Apple Wood? Craft. Dann machen wir mal 1, 2, 3, 4 Crossbows. Jetzt haben wir 5 gemacht. Ja, Cancel. 4 Crossbows. Ich muss mal schauen, ob wir da noch genug Apfelholz haben. Wir haben hier Pinienholz, dann müssen wir 4 Apfelbäume fällen lassen. Das können wir draußen erledigen, aber ich glaube, wir haben draußen auch schon. Hatten wir hier nicht noch Holz liegen? Oder? Ne, das hatten wir hier liegen, das ist schon weggeräumt worden. Dann fällen wir 4 Apfelbäume draußen vor der Tür. Da sind noch die letzten Apfelbäume, die letzten. Ah, ne, hier sind auch noch wilde Apfelbäume. Würde ich sagen, fällen wir die mal hier. Felltrees, da
dann nehmen wir uns doch hier mal ein paar raus. So. Ja, 7 Stück. Können wir noch ein bisschen was einlagern. Ah, guck mal hier, endlich wird doch draußen hier mit der Aufforstung begonnen. Das ist doch super. Dann geht's da endlich auch voran. Und hier im Pine Grove innen drin, den werden sie dann auch nochmal irgendwann bepflanzen. Draußen machen sie es gerade erstmal. Ja, warum nicht? Ist nicht verkehrt. Offenbar rennt hier hinten gerade irgendwo jemand hin. Ach ne, der ist reingerannt in die Festung. Hier unten haben wir ja einen Tunnel. Super. Sehr schön. Den Boden können wir auch mal wieder austauschen gegen normalen Grasboden. Terrain Replace Floor gegen Dirt Clump. Hier vorne haben wir da noch ein paar Baumaterialien, die wir wieder anderweitig verwenden können. Tixinda falls asleep on the floor. Wo ist die denn? Na, jetzt haben wir die Meldung verpasst. Ja, ist auch egal. Ist keine wichtige Meldung. Wenn sie müde wird. Mein Blick auf die Uhr sagt, wir machen eine Pause an der Stelle. Wir haben jetzt eine ganze Menge zu tun, eine ganze Menge Aufträge, die erstmal abgearbeitet werden müssen. Und dass das geschieht, werden wir dann erstmal in der nächsten Folge beobachten. Und bis dahin verabschiede ich mich und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!